بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. Auf Eltern zu gehen, so wie die Jugendlichen sagen, die Eltern zu beleidigen. Der Prophet a.s. sagte, min akbar al-kabair oder min al-kabair, von den großen Sünden. In einer anderen Überlieferung, von den größten Sünden der großen Sünden, von den allergrößten Sünden. Ist das der Mensch, ist das eine Person, seine eigenen Eltern verflucht, beleidigt. Dann sagen die Sahaba radiallahu anhum zum Prophet, ja Rasulullah, wie kann das sein? Wie soll jemand seine eigenen Eltern beleidigen? Wie soll jemand seine eigenen Eltern verfluchen? Dann sagte der Prophet alaihi salatu wasalam, يَسُبُّ الرَّجُلَ يَسُبَّ الرَّجُلَ أَبَ الرَّجُلَ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ. Auch kann man Qal alaihi salatu wasalam. Der Hadith ist authentisch überliefert bei Bukhari und bei Muslim mit fast demselben Wortlaut. Von den allergrößten Sünden, die man machen kann, liebe Geschwister. Du beleidigst jemanden, seine Eltern, und dann beleidigt er deine Eltern. Und bei Allah subhanahu wa ta'ala zählt das zu den größten Sünden. Und wer war schuld? Du warst schuld. Und bei Allah subhanahu wa ta'ala zählt das so, als hättest du deine Eltern verflucht und deine Eltern beleidigt. Deswegen, liebe Geschwister, eine Sache, die sich die Muslime und auch ganz, ganz besonders die Jugendlichen und die Leute, die denken, die wären stark und cool, die sollen sich mal sowas sehr, sehr schnell abgewöhnen. Weil das ist eine Sache, die sehr, sehr viel passiert und die man sehr, sehr viel hört und auch ganz besonders heutzutage auf TikTok und so weiter, immer die Eltern von den anderen zu beleidigen. Du beleidigst deine Eltern und du bist schuld daran und du trägst die große Sünde, die du hier gemacht hast. Und der Prophet a.s. sagte, zu den allergrößten Sünden gehört das. Von den großen Sünden. Nicht von den kleinen Sünden. Von den großen Sünden, die allergrößten Sünden. Ja? Deine eigenen Eltern zu verfluchen, subhanallah. Möge Allah bewahren und möge Allah uns recht leiten. Und dass wir diese Wortwahl, wenn du ein Mann bist, dann regel deine Sachen wie ein Mann. Warum beleidigst du die Eltern eines anderen? Wassalamu alaikum wa rahmatullah.